All die neuen Smartphones haben einen eingebauten Barcode-Scanner. Den Barcode-Scanner kann ich auch brauchen, zum Beispiel, um Adressen zu erfassen, Adressen einzuscannen. Die Voraussetzung ist aber, dass ich einen QR-Code habe. Einen QR-Code kann ich mir einfach generieren über den Online-Dienst goqr.me. Da habe ich verschiedene Typen von Barcode generieren, von QR-Codes generieren. Ich will jetzt meine Adresse. Die Firma. Die Informationen, die ich angebe, gebe ich an. Die Webseite. Wer ist zuständig dafür? Kann ich auch. Eine E-Mail-Adresse. Und der QR-Code, der verändert sich ständig, bis ich fertig bin. Die Informationen, die ich angeben will, habe ich jetzt angegeben. Ich kann jetzt den QR-Code herunterladen. Mal schauen, wie er aussieht. Jawohl, das lade ich zu. So sieht mein QR-Code aus. Dann kann ich jetzt das Bild speichern, für meine Visitenkarte brauchen, für Plakate, für was auch immer.